Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Pokémon Champion! Nachdem Ishii seine Glorauke verkauft hat für 1 Million Euro, sind unsere Freunde weitergegangen, um eine Schokoriegel zu finden. Hier gibt es irgendwo eine Schokoriegel. Wie lange wollen wir noch diese Schokoriegel? Wer kennt's nicht, im Wald rumrennen, um eine Schokoriegel zu suchen? Versuch's mal bei Rewe. Schokoriegel suchen. Oh. Hey, was macht ihr da? Seid ihr auch auf der Suche nach einem Schokoriegel? Schokoriegel? Wo hast du ihn gesehen? Wo? Kommt mir nicht in die Quere, ihr Idiot. Schokoriegel gehört mir. Schokoriegel! Ich hab gesagt, Schokoriegel gehört mir. Schokoriegel! Pikachu, du Idiot, hilf mir, Schokoriegel zu finden. Pikachu, du Idiot, du kannst gar nichts. Pikachu. Ja, wie heißt das? Schlimm, wenn er nicht mal ein Schokoriegel... Was ist das denn, Alter? Diese Pokémon. Na jetzt. Das ist Imperfußballtor. Imperfußballtor? Oh mein Gott, ich scheiß mir ein. Imperfußballtor. Was zur Hölle? Pikachu, guck mal da. Schokoriegel. Wow. Schokoriegel, ein chinesischer Pokémon. Seine Augen sehen aus wie eine Minus. Er ist ein Pokémon aus Schokoriegel. Seine Augen sehen aus wie ein komisches Minus, so wie Bohren. Schokoriegel. Weg vom Schokoriegel, du Flachzange! Es gehört mir! Verschwinde, Dorschler! Ich hab Schokoriegel zuerst gesehen, verstanden? Wie wär's, wenn wir um das Schokoriegel kämpfen? Okay, wenn du ein paar Ohrfeige willst, kein Problem. SpongeBob im Bett trägt mir den Schokoriegel. Pass auf, Schokoriegel hat eine Sandhammer eingesetzt! Spring hoch! Bravo! Was? Und jetzt schlag deine dumme Kopf gegen seinen Kopf! Bravo! Beste Attacke ever! Schlag deinen Kopf gegen seinen Kopf! Genau! Bravo, Schokoriegel! Du bist der Beste! Das ist mir doch scheißegal, ich hole mir Schokoriegel trotzdem! Schokoriegel! Das passiert, wenn du was von Albanern klauen willst, Idiot! Schokoriegel, du bist... Okay, ich weiß, wo ich niemals klau. Der beste kleine Chinese auf der Welt. Wie heißt diese Pokémon? Was denn jetzt schon wieder? Das ist... Tornupto. Ja, Tor, okay. Nachdem... Ey, Schokoriegel hat echt eine schreckliche Entwicklung. Ehe sie eine Schokoriegel gefangen hat, sind unsere Freunde gegangen zu den nächsten Arena My Store. Und dieser war eine kleine hässliche Junge. Bereit, du Idiot? Lass uns anfangen, Arschketchup. It's time! Und hier kommt mein erstes Pokémon. Shit! Dieser Idiot hat eine Käfer-Pokémon eingesetzt. Schokoriegel, bring ihn nur mit deinem Feuer. Dieser Idiot hat keine Ahnung von Pokémon. Ich kaufe nie wieder Schokoriegel, wenn die Feuer spritzen können. Dreh dich im Kreis wie eine wunderschöne Ballerina. Shit. Was ist das für ein dummer Angriff? Schokoriegel, bring ihn um. Schokoriegel. Bravo, Schokoriegel. Wir sind die Besten. Pikachu. Du hast mich besiegt. Gib mir den scheiß Orden, du Kastrat. Er freut sich halt so, dass sein Pokémon umgebracht wurde. Was? Pikachu, wir haben es geschafft. Wir haben diese kleine Idiot auseinandergenommen. Pikachu. Wie heißt dies? Pikachu hat doch eigentlich gar nichts gemacht. Der Pokémon. Ich habe Angst. Das ist Ente. 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 Nachdem ihr schon die Arena-Meister besiegt hat, sind unsere Freunde angeln gegangen. Und plötzlich ist aufgetaucht eine besondere Pokémon. Carne Armani. Wow! Carne Armani. Carne Armani. Carne Armani. Carne Armani. Eine Mode-Pokémon hat oft eine... Ein Mode-Pokémon. Alles klar. Schon von Armani dabei. Ich muss aber ehrlich sagen, ich fand in den Spielen diese Modeshow bei den Pokémon immer übelst dumm. Ich hab da nie mitgemacht. Noch einmal. Weil ich dachte, man muss es machen. Musste man gar nicht. Carne Armani ist so wunderschön. Ich werde es jetzt fangen. Pikachu, bring ihn um. Oh, der will alle umbringen. Pikachu. Ja, er bringt ihn definitiv okay, komplett um. Heide Bismillah. Du gehörst mir, Carne Armani. Geschafft. Nicht schlecht, Ishii. Bei erster Versuch gefangen. Ich gebe zu, ich gönne dir keine bisschen dieser Pokémon, du Arschloch. Ich habe eine Carne Armani gefangen. Pikachu. Das Team von Ash Ketchup wird immer größer. Wird er es schaffen, Pokémon Champion zu werden? Wie es weitergeht, seht ihr nächste Folge. Also, wenn der so weitermacht, dann kann es definitiv wirklich schaffen. Okay, das war echt cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.